Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem Blick zurück in die Vergangenheit. Wir schauen uns heute wieder gemeinsam die Neuzugänge aus dem September 2018 an und werden uns ansehen, was ich schon gelesen habe, an was ich mich erinnere, wie ich es vielleicht fand oder warum manches Buch vielleicht noch nicht gelesen wurde. Insgesamt sind im September letzten Jahres 21 Bücher bei mir eingezogen. Ja, ich habe keine Ahnung, was davon gelesen war, was da folgt. Wir gucken uns jetzt gemeinsam einfach das Video an und ich wünsche uns gemeinsam viel Spaß. So, da haben wir die sommerlich blonde Steffi aus dem letzten Jahr. Es hat dann, glaube ich, gar nicht mehr lange gedauert. Dann bin ich dunkelhaarig geworden. Ja, das erste Buch im September war Blutparadies von Klaus Hammering. Hinter Klaus Hammering steckt ja Laura Newman. Und sie hat hier ja einen Thriller herausgebracht, der auf einer Insel spielt. Und ich habe das Buch ja schon testgelesen im Frühjahr des letzten Jahres. Und dann im August bzw. September nochmal gelesen, als es rausgekommen ist. Und es war für mich wirklich ein ganz, ganz toller Thriller, der mich selbst beim zweiten Mal lesen, und obwohl ich wusste, was passiert, wie es irgendwie endet, total gepackt hat. Und ja, Klaus Hammerings Blutparadies ist jetzt auch für den Self-Publisher-Preis dieses Jahr nominiert. Und da drücken wir Laura einfach mal die Daumen, weil ich finde, dass das Buch das auf jeden Fall verdient hat, allein schon auch auf der Longlist, glaube ich, zu stehen, weil es wirklich ein Thriller ist, der sehr packend ist, der toll erzählt ist, der sehr viel Spannungsmomente hat. Und ja, ich bin da einfach gespannt. Ja, das Labyrinth von London habe ich gehört als Hörbuch. Fand ich auch wirklich gut. Es hat ja so ein bisschen magische Geschichten, Bestandteile und geht ja in so eine Richtung, wo Magie auch einfach mal anders ist, als man es zum Beispiel aus allen anderen Geschichten vorher irgendwie kennt. Es war auf jeden Fall sehr innovativ, es war spannend erzählt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, warum ich mit der Reihe nicht weitergemacht habe. Wahrscheinlich, weil mich der erste Teil nicht ganz so überzeugt hat und ganz so gecatcht hat. Deswegen ist es beim ersten Teil auch geblieben. So auch bei Monsters of Verity von Victoria Schwab. Das war, glaube ich, auch der Auftakt einer Dilogie. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ich fand den ersten Teil gut, habe aber irgendwie nicht weitergelesen. Ganz anders bei Warcross von Mary Lou, das ist der Auftakt der Dilogie, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und ich fand den ersten und dann auch den zweiten Teil wirklich großartig. Überhaupt habe ich letztes Jahr sehr viel Mary Lou gelesen, war von Young Alicia auch total begeistert und so auch von Warcross, von dieser Idee, dass man eben ja in dieser künstlich erschaffenen Welt im Grunde existiert, dass man dort Spiele spielt, dass man da irgendwie berühmt wird und dann eigentlich so die Brille abnimmt und die virtuelle Realität ablegt. Ich finde diese Idee gar nicht so weit weg. Ich fand auch die Story toll. Ich mochte auch die Wendungen, die es gab und war da sehr gespannt. Essenz der Magie von Lia Katrina habe ich auch gelesen. War mir, das habe ich zumindest in Erinnerung, ein bisschen zu jugendlich. Ich glaube, dass ich da einfach nicht die Zielgruppe war. Ich mochte aber die Idee von, ja, wie das im Grunde angefangen hat, wie diese Geschichte erzählt wurde. Aber wie gesagt, mir persönlich ein bisschen zu jugendlich. Ja, Der Weg des Künstlers war eine Empfehlung von einer Freundin. Habe ich so, gelesen. Zum einen einfach war es, glaube ich, einfach nicht die richtige Zeit, um zu diesem Buch zu greifen. Hier geht es ja wirklich um diese Kreativität, wie man im Grunde vielleicht auch zu einem Teil einer Morgenroutine oder sowas eben mit diesem, man schreibt sehr viel nieder, man fasst seine Gedanken in Worte, um ja zum Beispiel die Morgenseiten sind manchen vielleicht ein Begriff. Ich mag solche Bücher immer gerne, weil sie doch Impulse geben, die einem einfach mal zum Nachdenken bringen, die einen einfach mal ja auch so eine Essenz irgendwie von etwas rüberbringen. Ich habe da reingelesen, vielleicht so 40, 50 Seiten. Es war irgendwie nicht die richtige Zeit. Ich habe es noch im Regal stehen, ich habe es nicht aussortiert. Irgendwann greife ich nochmal dazu und probiere mich. Escape Room habe ich bisher noch nicht gelesen. Ich habe das, glaube ich, gewonnen bei Lovely Books, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und ja, ich fand die Idee des Escape Rooms, dass man nur 3 Stunden hat, um etwas zu lösen und davon halt irgendwie Leben abhängt, wirklich spannend und interessant. Nur leider habe ich danach, nachdem ich das Buch hatte, so einige negative Rezensionen dazu gehört und irgendwie hat mich das doch dann so ein bisschen abgeschreckt. Obwohl ich sowas eigentlich nicht mag, weil ich denke, auch was jemand anders schlecht findet, kann ich durchaus gut finden und umgekehrt. Da findet man ja oft genug, aber irgendwie haben mich so manche Gedanken dazu abgeschreckt, sodass ich erstmal nicht zu dem Buch gegriffen habe. Deswegen wäre das jetzt so das erste echte Buch, das ich mit einem Nein betitle, insofern ich das vorhergehende mit einem Jein gelten lasse. Die Schwester von Mitford Manor von Jessica Fellows hatte ich mir zugelegt, weil Jessica Fellows ja, glaube ich, die Nichte ist von Julian Fellows, der Erfinder sozusagen von Downton Abbey. Und ich hatte hier ein ähnliches Feeling gewünscht. Klar, es geht nicht in die Richtung Downton Abbey, was mir aber nicht klar war, als ich zu dem Hörbuch gegriffen habe, ist, dass es hier im Grunde wirklich wie eine Art Krimi ist, dass mir das im Grunde erzählt wird, dass das mit diesem Mitford Manor, also gar nichts mit dem Sitz an sich zu tun hat, sondern eben jemand stirbt in diesem Dorf und wir das Rätsel lösen, und das war irgendwie nicht so meins. Die Party von Jonas Winner.
Ja, habe ich auch so merkwürdige in Erinnerung. Ich habe ja im letzten Jahr auch einiges von Jonas Winner gelesen, angefangen, glaube ich, das Jahr vorher mit Murder Park, fand dann die Party, wo ja der Gastgeber nach 10 Jahren irgendwie die Leute nochmal einlädt, dann irgendwie von oben herunterfällt und stirbt, das Haus ist irgendwie abgeriegelt und dann bekommen die früheren Mitschüler, Freunde komische Aufgaben gestellt und es geht um Leben und Tod und irgendwie war die Idee schon cool, aber wie die Charaktere agiert haben, reagiert haben, wie die Geheimnisse da irgendwie, ich fand es irgendwie komisch. Also ich habe es mit so einem komischen Beigeschmack in Erinnerung. Ich weiß, dass ich danach noch irgendwas mit einem Keller von Jonas Winner gelesen habe und dann beschlossen habe, okay, irgendwie sind die Geschichten, wie sie sich entwickeln, von der Idee, die ich gut finde, bis zum Schluss irgendwie merkwürdig und ich lasse jetzt erstmal die Finger von dem Autor. Das Gold der Krähen war, glaube ich, der zweite Teil der Reihe, wenn ich mich jetzt nicht irre. Der erste Teil war, glaube ich, dieses Silber-Weiß-Schwarze von Leigh Bardugo. Ich mag den Schreibstil von Leigh Bardugo. Ich habe auch das Gold der Krähen gelesen. Fand ich auch wieder wunderbar. Ich bin, glaube ich, nicht ganz so overhyped wie viele andere bei Leigh Bardugo, aber die Krischerei möchte ich irgendwann auf jeden Fall auch noch lesen und hören. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, ja, da haben wir dann eine kleine Medimops-Bestellung oder Rebuy gehabt und so habe ich mir von Dan Simmons Sommer der Nacht gekauft, haben wir dann auch gelesen in der Leserunde, war ein Buch, das ich abgebrochen habe. Es ist, glaube ich, der erste Teil einer Dilogie, die dann zusammen jetzt neu erschienen ist, Anfang des Jahres, unter dem Titel Elmhaven. Also es ging aus dem Klappentext, glaube ich, von Elmhaven nicht direkt davor hervor, dass das eine neue Auflage ist, aber wenn man die Klappentexte durchliest, dann kam einem das bekannt vor. Ich persönlich habe mir irgendwie was anderes erwünscht. Ich fand dieses Geheimnis im Keller überhaupt nicht spannend. Ich fand es unglaublich langweilig. Und es war dann, glaube ich, tatsächlich auch der letzte Dan Simmons, den ich gelesen habe. Danach habe ich beschlossen, ich lasse jetzt erstmal die Finger von dem Autor. Dann sind, soweit ich weiß, 2 Bücher von Nina George bei mir eingezogen. Angefangen mit Das Traumbuch. Ich fand ja Die Schönheit der Nacht so grandios und habe mir dann 2 Bücher von ihr bestellt. Das habe ich noch nicht gelesen. Und auch Das Traumbuch, nein, umgekehrt, Die Mondspielerin und Das Traumbuch, so rum. ja, ich wusste jetzt, welches was ist, aber am Cover das nicht gleich erkannt. Habe ich beide noch nicht gelesen, einfach weil mir dann das Lavendelzimmer dazwischen kam, was ich nicht so gut fand und dann irgendwie war ich ein bisschen abgeschreckt, möchte zu den Büchern aber noch greifen. Ganz anders keine Ahnung, ob das Liebe ist von Julia Engelmann. Das fand ich wieder großartig. Ich mag den Poetry Slam Style von Julia Engelmann. Ich habe, glaube ich, schon Julia Engelmann gesagt, oder ja. Und ich freue mich jetzt auch auf ihr neues Buch im Oktober. Ich mag das einfach. Ich mag das auch von ihr vorgelesen zu bekommen. Ist dann auch wirklich ein Hörbuch, was ich in normaler Geschwindigkeit höre. Und mir macht Poetry Slam sowieso unglaublich viel Spaß. Und so freue ich mich auch auf die neue CD und kann auch die hier absolut empfehlen. Dann sind die ersten 2 Teile der Redwood Love-Reihe bei mir eingezogen, die ich absolut gefeiert habe. Überraschenderweise hat mich diese, ja, doch auch ein bisschen gehypte Reihe sehr, sehr begeistert. Besonders der erste Teil war toll, den zweiten mochte ich sehr. Ich weiß, dass der dritte dann ein bisschen schwächer war. Es wird ja jetzt, glaube ich, im November weitergehen mit Redwood Dreams, wo man in Redwood eben bleibt. Das ist ja dieses Dörfchen irgendwo oder dieses Nest irgendwo in den USA und wird die Geschichten so ein bisschen weiterspinnen, finde ich ganz schön, weil ich mochte die Charaktere. Ja, 4 Sternstunden von Daniel Glattauer habe ich, glaube ich, auch letztes Jahr gewonnen. Konnte mich irgendwie nicht so ganz begeistern. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, ob ich es überhaupt beendet habe oder ob ich es abgebrochen habe. Ich weiß, dass mich Daniel Glattauer gefühlt irgendwie gar nicht packen kann, wenn es nicht Gut gegen Nordwind ist. Oder das ist, glaube ich, das einzige Buch, was ich wirklich von ihm gefeiert habe. Ich habe ja auch Den Weihnachtshund gelesen und Die Ameisenzählung und noch irgendwas. Irgendwie kriegt er mich nicht mit den anderen Büchern. Hier finde ich das Cover aber sehr cool mit dem Gelb. Und ich habe das weitergegeben an eine liebe Arbeitskollegin, die das wiederum richtig cool fand. Also die war sehr angetan von dem Buch und ich glaube, bei ihr ist es dann auch verblieben, weil ich dachte, ich werde auf jeden Fall nicht mehr dazu greifen. Also vielleicht war es auch ein Trial Chapter, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Es konnte mich nicht fesseln. Ja, dann waren wir wohl letztes Jahr mal wieder nach einem Nicolas Barrault und zwar mir die Liebesbriefe von Montmartre und das fand ich toll. Also ich muss in Stimmung sein für Nicolas Barrault, für dieses wirklich sehr liebes, kitschiges, dafür muss man empfänglich sein, danach muss mir zumindest immer sein, ich kann Nicolas Barrault nicht immer ertragen, ich finde ihn manchmal auch einfach too much, aber ich fand die Liebesbriefe von Montmartre richtig schön, ich fand es auch toll gesprochen, es war eine sehr schöne Geschichte und wenn man sich drauf einlässt und Lust drauf hat, dann finde ich, klappt Nicolas Barrault auch ganz toll, weil der Schreibstil einfach immer wieder schön ist und er einen so einfallen kann. Ja, Nanos von Timo Leibig hat mir, glaube ich, nicht ganz so gut gefallen oder nur so okay. Die Idee, dass man etwas im Kopf eingesetzt bekommt, wo dann auch gelenkt wird, was man denkt, wie man handelt und Ähnlichem, fand ich richtig cool. Ich weiß auch, dass ich diese Science-Fiction-Idee wirklich spannend fand, weil eben nicht nur beeinflusst wird, was man tut, sondern auch, was man denkt.
Ja, aber irgendwie mehr kriege ich nicht zusammen. Dann hatte ich mir Wildcard geholt. Das ist der zweite Teil zu Warcross. Da war ich ganz übermütig, habe mir das auf Englisch geholt, um dann doch darauf zu warten, bis das Deutsche herauskommt und es in Deutsch zu lesen. Ja, manchmal habe ich so spontan Wandlungen, was mir seit meinem minimalistischen Gedanken eher selten passiert, dass ich ganz so spontan zugreife. Aber bei Wildcard musste dann einfach der zweite Teil direkt her. Wie gesagt, ich habe es im Grunde nicht im Englischen gelesen, aber dann natürlich den deutschen zweiten Band. Deswegen zählt es für mich auch als gelesen. Ich kaufe ja auch oft Bücher in Originalsprache oder die illustrierten Aufgaben von Harry Potter, deswegen sind die ja trotzdem gelesen. Ne? Ja, Moriarty, der erste Teil, ist als Manga bei mir eingezogen. Ich war ja so ein Fan von der Sherlock-Manga-Reihe, wo ja die erste Staffel mit 3 Folgen, mit 3 Bänden im Grunde auch als Manga herausgekommen sind. Hier habe ich auf die Vorgeschichte von meinem Lieblingsbösewicht Moriarty gewartet. Ich weiß, es war ganz okay, aber ich habe auch nicht weitergelesen in der Reihe. Ich fand, glaube ich, die Ideen, wie uns Moriarty präsentiert wurde, irgendwie nicht so richtig gut. Und es hat halt auch so das Genial-Böse für mich irgendwie gefehlt. Und Sherlock war, glaube ich, auch nur ganz kurz irgendwie dabei. Also es war irgendwie nicht so richtig meins. Mangas muss einem natürlich liegen oder auch nicht. In dem Fall fand ich es schon schön zu lesen. Man kommt auch noch 3-4 Seiten ganz gut in dieses Rückwärtslesen irgendwie hinein. Ich bin jetzt kein großer Manga-Fan. Ihr seht auch, bei mir landen sehr wenig Mangas, bis gar keine. Außer sie wären natürlich von Sherlock. Das fände ich wieder cool und hoffe, dass es da weitergeht. Ja, und das waren sie jetzt auch schon, die 21 Neuzugänge aus dem September 2018. Und ich habe jetzt 3 Bücher als nicht gelesen sozusagen gezeichnet. Ich habe ja auch noch dieses Jein-Buch, das ich aber doch irgendwie als angelesen zählen werde. Und ich zähle auch das englische Wildcard, also den zweiten Band sozusagen mit als gelesen, weil ich habe ihn ja dann in Deutsch gelesen. Also die Geschichte ist sozusagen gelesen. Ja, 21 Bücher, 3 davon nicht gelesen, finde ich auch wieder einen ganz guten Schnitt. Das freut mich immer, dass ich doch meine Neuerscheinungen tatsächlich dann auch so nach einem Jahr gelesen habe. Es gibt ja mal Monate, wo es ein bisschen besser ist, und Monate, die ein bisschen schlechter sind. Aber in dem Fall freue ich mich wirklich sehr, dass ich viel gehört und viel gelesen habe und bin doch tatsächlich ganz angetan davon, dass das so ein guter Schnitt ist. Vielleicht kennt ihr ja auch einer der 3 Bücher, die ich jetzt noch auf dem Sub habe und wollt da jetzt direkt mal ein bisschen Werbung machen, dann macht das gerne in den Kommentaren. Ich würde mich da sehr über den Austausch freuen und ich mag dieses Format super gerne, so einen Rückblick irgendwie zu haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, auch das könnt ihr mir gerne natürlich mit einem Daumen hoch oder einem Kommentar einfach mal da lassen. Und das war es dann auch diesmal schon mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.